der Union diese Menge an Falschaussagen gleichzeitig verbreitet wird. Ich stelle es gerne richtig. Also das Erste ist, wenn wir Strom importieren, dann importieren wir, und ich bin für den europäischen Strommarkt übrigens, nur offene Grenzen braucht man irgendwie doch auch in der Wirtschaft, dann importieren wir in der Regel günstigeren erneuerbaren Strom aus unseren Nachbarländern und nicht den teuren Atomstrom. Und dass die CDU immer wieder das Gegenteil behauptet, finde ich schon das erste Problem. Und wenn der erneuerbare Strom in unseren Nachbarländern billiger ist, dann ist es hervorragend, wenn wir ihn importieren, weil dann macht es das für uns am Ende ja auch günstiger. Genauso wie wir unseren erneuerbaren Strom auch ins Ausland. Dass die Horrorszenarien, die man jahrelang in die Welt gerufen hat, von den ganzen unheilvollen Dingen, die passieren, wenn wir aus der Kernkraft aussteigen, dass das nicht eingetreten ist, dass die Lichter nicht ausgegangen sind. Und dass wir auch jetzt nicht unglaubliche neue Mengen von Kohlekraft mobilisieren müssen, um den Wegfall der Atomkraft auszugleichen, sondern dass die Emissionen eigentlich auch weiterhin sinken. Noch nicht weit genug, aber sie sinken. Gerade diejenigen, die so gerne über die deutsche Ingenieurskunst reden, die könnten doch jetzt mal eine Runde einfach froh und vielleicht auch sogar stolz sein, dass diese Energiewende keine Utopie mehr ist, sondern längst Realität. Also halten wir fest, wir haben das super verkraftet, diesen Kernkraftausstieg. Die Energiewende ist auch super. Das macht auch alles günstiger und wir importieren ja auch kaum Atomstrom, sondern nur den erneuerbaren günstigen Strom. Ne? Das wurde hier von den Grünen behauptet. Ich würde sagen, wie in den öffentlich Verächtlichen, machen wir jetzt mal einen Faktencheck, aber einen wirklichen Faktencheck und keinen, ja, sage ich mal, Meinungsfaktencheck. Nein, es ist natürlich so, dass wir einen sehr großen Fehler gemacht haben mit der Abschaltung der Atomkraftwerke. Wir könnten unsere Klimaschutzziele langfristig wesentlich kostengünstiger erreichen, indem wir die Atomkraftwerke weiter betrieben hätten. Und so sind wir eben, was die Stromversorgungssicherheit anbetrifft, tatsächlich auf das Ausland immer stärker angewiesen. Und dabei passiert es eben auch, dass wir nicht nur Grünstrom importieren, sondern auch Atomstrom aus den genannten Ländern. Die Schweiz kommt dann noch hinzu und viele andere Länder kommen auch noch hinzu, wie Belgien, die uns ebenfalls Atomstrom liefern. Nun kann man salopp sagen, ja, das Bein ist dick, guter Rat ist teuer, aber guter Rat wird nicht genügen. Wir brauchen schnellen guten Rat. Kurzfristig ist denn was lösbar, um dieses Energiedefizit Deutschlands aufzuheben oder zumindest erträglicher zu machen? Ja, bevor wir hier auf die Antwort schauen, nochmal ein kleiner Clip von einer Katharina Dröge, was sie noch so zur Energiewende gesagt hat. 5%. Und Sie reden jetzt gerade über 5%. Das haben die Erneuerbaren, die wir in dem Jahr ausgebaut haben, in einem Jahr erledigt. Grundlast und variablen Strom sind unterschiedliche Kategorien. Genau, Atomkraftwerke für die Grundlast zu benutzen bei Erneuerbaren ist zweiter Unfug. Die Atomkraftwerke kann man nicht rauf und runter fahren, wie man das bei Gaskraftwerken machen kann. Und deswegen sind die Atomkraftwerke auch das schlechtmöglichste in Kombination zu den Erneuerbaren. Also auch das ist energiewirtschaftlich wirklich Unfug. Die Atomkraftwerke haben am Ende, als sie vom Netz gegangen sind, keinen Effekt auf den Strompreis gehabt. Wir brauchten sie nicht für die Versorgungssicherheit. Niemand will sie wieder anschalten, selbst die Atomkraftwerksbetreiber nicht. Also halten wir fest, eine Dröge sagt hier, der Ausstieg aus der Kernkraft, die Abschaltung der letzten Kernkraftwerke, hat keinen Einfluss gehabt auf die Strompreise. Ja, da muss man sagen, momentan haben wir ja wieder eine Dunkelflaute. Da sieht man dann die tatsächlichen Auswirkungen besonders zum Vorschein kommen. Ja, einmal frei. Wir sehen an der Strombörse beinahe täglich mittlerweile, dass wir hätten auf eine weitsichtige Energiepolitik setzen müssen. Also es passt einfach nicht zusammen, dass wir aus Kohlekraftwerken und damit gesicherter Leistung aussteigen und ebenso aus Kernkraftwerken aussteigen und nur auf den oder nahezu ausschließlich auf den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen und dabei vergessen, dass wir sehr viele Speicher brauchen und der Speicherausbau ist einfach vernachlässigt worden. Es ist außerdem sehr
klar, sonnenklar, würde ich jetzt mal sagen, ohne polemisch wirken zu wollen. Es ist sonnenklar, dass uns 90 Gigawatt an Photovoltaikkapazitäten, die rein theoretisch unseren Strombedarf am Tag decken sollten, dass die eben nachts und in den dunklen Abendstunden im Winter nicht zur Verfügung stehen. Und wenn dann der Wind nicht weht, dann haben wir ein Angebotsdefizit und müssen zu sehr hohen Preisen aus dem Ausland Strom importieren. Ich möchte es mal eine Perversität nennen. Vielleicht stimmen Sie mir zu, vielleicht sehen Sie auch das ein bisschen anders. Ich habe jetzt vor 2 Tagen eine Meldung gelesen, dass der Bezug von Atomstrom, eingekauftem Atomstrom in Deutschland, auch einen Rekordwert erreicht hat. Und ich meine, wir machen uns sauber und sagen, wir schalten ja alles ab. Aber wenn wir französischen, tschechischen, slowakischen, polnischen Atomstrom kriegen, dann ist das okay. Das hier ist das Adlon in Berlin. Und das ist die Personenkontrolle, die mich davon abhält, dahin zu kommen. Denn genau hier tagt gerade 3 Tage lang die weltweite LNG-Lobby. Das ist dieses flüssige Erdgas, was noch klimaschädlicher ist als Kohle. Pro Person, pro Ticket kostet diese Veranstaltung lapidare 4.000 Euro, da gönnt man sich. Und was die da drin gerade machen, ist in gewisser Weise logisch und perfide zugleich. Die weltweite LNG-Lobby, die weiß nämlich, dass wir längst die Technologien haben, um wirklich wegzukommen von Kohle und Gas. Die wissen, dass wir es auch finanzieren können, eine echte und gerechte Energie. Und die wissen auch, dass wir zumindest theoretisch längst die politischen Mehrheiten haben, um Klimaziele einzuhalten, alle Lebensgrundlagen zu schützen. Ja, sehr spannende Aussage. Die wissen auch, dass wir zumindest theoretisch die Mehrheiten haben, um klimafreundliche Politik zu machen. Und die wissen auch, dass wir zumindest theoretisch längst die politischen Mehrheiten haben, um Klimaziele einzuhalten. Oder so ähnlich, ja. Theoretisch die Mehrheit haben. Ja, Frau Luisa Neubauer, ne? Demokratische Mehrheiten ist keine Theorie, sondern eine Praxis. Und die Praxis sieht bei vielen Menschen wie folgt aus. Der Wähler ist bekloppt. Der Wähler in diesem Land ist bekloppt. Die wählen ihre eigenen Totengräber. Sind die alle nicht ganz dicht oder was? Ich will doch nicht die grüne Scheiße. Die grüne Scheiße. Endlich Schluss zu machen mit diesen räuberischen und zerstörerischen Erdgastechnologie. Und das haben sie identifiziert als ihr größtes Problem. Ihre größten Gegner sind nämlich nicht länger die Politik. Und es sind auch nicht wir Aktivisten, sondern deren größter Gegner. Das ist die Wahrheit und die Wirklichkeit. Denn die Wahrheit und die Wirklichkeit erzählen uns eine ganz klare Geschichte von einem Planeten, der in Flammen steht, von Lebensgrundlagen, die durch diese zerstörerische Industrie zerstört werden, von Luft, die verdreckt wird und Menschen, die Asthma und Krebs bekommen von diesen fürchterlichen Fördermethoden. Und die Wirklichkeit und die Wahrheit sagen uns auch längst, wir könnten all das hinter uns lassen und endlich reingehen in das Zeitalter der Erneuerbaren. Ja, mal wieder komplett ignoriert, dass es ja sehr schöne Technologien wie die Kernkraft gibt, die dafür sorgen könnten, dass man weniger Erdgas benötigen würde. Aber da ist natürlich eine Luisa Neubauer dagegen, was sie natürlich auch hier nicht anspricht, dass überhaupt ein Habeck dafür gesorgt hat, dass wir dieses LNG-Gas benötigen. Denn wenn wir russisches Pipeline-Gas nutzen würden, dann müsste man auch nicht Fracking anwenden und damit die Erde verpesten. Ich finde es echt auch krass, ne, wie immer hier Sarah Connor oder so immer da drunter schreiben, oh, spitze, vielen Dank, Luisa, du setzt dich ja so großzügig für die Menschheit ein. Ja, die hat halt einfach ansonsten auch nichts zu tun. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.